Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim mit mir. Ich bin Anneflatur und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir befinden uns im Kerker von Festung Sonnenwacht, aber hier gibt es irgendwie, ja, keinen Weg nach oben in die Festung, hier unten. Und da sind wir irgendwie reingestolpert und da müssen wir jetzt mal wieder rausgehen und mal gucken, wie wir dann in die Festung selbst kommen, weil wir sind da auf der Suche nach, ich glaube, einer Schwertscheide, wenn ich mich recht erinnere. Das werden wir gleich mal gucken. Und die soll wohl in der Festung sein. Na? Ja, gucken wir mal auf die Karte. Genau, also hier ist genau die Schwertscheide von Akrash zu Gorsa. Mhm. Und da müssen wir irgendwie da hochkommen. Und ja, eventuell doch hier so rum an diesen komischen Silos oder Pfeilern oder was das ist. Müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt reinkommen. Das da oben sind die Türme, diese Pfeiler, was ich gemeint habe. Und dann schauen wir mal hier vielleicht. Hm. Ja, doch, doch, da sieht es nach einem Weg aus. Ich bin gespannt, was auf uns wartet. Sieht mir nicht so richtig nach einem Tor aus hier oben. Vielleicht irgendwie über die Türme. Da ist ein Eingang. Oh. Das sieht mir aber sehr nach einem... Ah, okay. Aber wir gucken nochmal. Das wird dann da das Loch sein, in das man runterfallen kann, wo die Leute reingestürzt werden. Natürlich ein bisschen aufpassen. Das sieht nicht so aus, als ob es hier was gäbe, oder? Es ist auch keiner drin. Und dann da? Nee, da gibt es dann das. Das war da nicht das Loch, wo man reingestürzt wird. Noch einen Weg nach oben, das schauen wir uns auch an. Eieiei. Hier gibt es aber auch nichts. Es gibt eine Fackel und das hier wirkt schon sehr interessant. Das wird wehtun. Jetzt ist natürlich da oben Serana. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmels... Ich werde ganz... Die Soldaten der Armee glitzern wie frisch gefallener Schnee und klappern so laut wie Töpfe in der Küche. Okay. Wir sind in diese Richtung unterwegs. Ganz klar. Okay. Den Satz haben wir auch noch nicht gehört. Aber jetzt gehen wir mal rein hier. Vielleicht kommen wir da dann über den Turm in die Festung. Ja, sieht schon ein bisschen so aus, ja. Und da wird wahrscheinlich das Loch sein. Irgendwo. Natürlich. Plündern wir auch Püppi, schau an. Aber was machen bitte Kinderklamotten und Kinderpuppen hier in der Festung? Da, Holzschwerter. Ganz skurril. Ach, den Umlauf nehmen wir auch mit. Wir als Vampir können gar nicht genug Knoblauch in der Tasche haben. Mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich. Hier müssen wir ran, da sind wir doch im Innenhof, oder? Nee. Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. Ich bitte dich. Bleib mal entspannt. Da geht noch eure mal Haut eine Treppe ist nach oben. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Schon ein bisschen, ja. Fürchten ist jetzt vielleicht zu viel des Guten, aber richtig gut finden wir Sonnenlicht jetzt auch nicht. Da geht's auch nochmal nach Himmelsrand. Da müssen wir uns schon anschauen, ne? Wo genau hin die Tür dann führt.
Ah, Erzürbe in den Hof. Okay. Hier wäre auch ein Eingang gewesen, den wir hätten nehmen können. Nebengebäude. Hm. Ah, mal anschauen. Irgendwo muss die herumliegen. Was haben wir denn hier? Hm. Karren voller Waffen. Noch ein Kerker. Aha. Ihr nehmt ja echt ernst. Schönen guten Tag. Schön hast du es hier. Dürfen wir das mitnehmen oder ist das? Nee, das ist nehmen. Brauchst du ja nicht, ne? Du liest ja nicht. Wir auch nicht. Aber wir sind Sammler. Hm? Wir sind einfach mal nichts dagegen haben, dass wir die Bude ausräumen. Ja. Das geht wieder nach Himmelsrand. Bleiben wir mal im Innenhof vielleicht. Oh, schon. Ganz schöner Komplex hier. Sollen wir mal auf die Karte gucken. Vielleicht können wir da irgendwie besser erkennen, wo wir rein müssen. Okay, da hinten sagt er uns. Irgendwo dort. Was war denn das? Jetzt haben wir die Festung entdeckt. Ah, sehr gut. Bringen uns das vielleicht weiter hier? Versammlungsplatz? Ja. Ja. Mischtaktik, ne? Das haben wir jetzt aber, glaube ich, schon sehr oft, dieses Buch. Die lassen es hier aber richtig gut gehen, so wie das aussieht. Noch mehr Knoblauch. Den können wir benutzen. Aha. Hm. Na, das hat uns jetzt nicht so wirklich weitergebracht hier. Haltet die Augen offen. Bisher jedenfalls. Das nehmen wir mal mit. Noch eine Kinderpuppe. Stroh. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe. Ich will gar nicht, dass... Ei, das sind so hier. Leute, Leute. Das ist die Latrine. Tatsächlich. Sagt er uns aber. Ja, da müssen wir rein, tatsächlich. Mmh. Ah, das war blöd. Huh. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Dann klettern wir da nochmal rein.
glaube, wir lesen uns das mal eben durch. Aber, ne, das ist bloß. Na, Gastamus, ja. Ist natürlich die Frage, liegt die einfach irgendwo rum oder sagt uns, wir müssen da schon rein, ne? Und jetzt sagt uns, die liegt aber doch dann wohl da hinten irgendwo. Vielleicht, ui. Was haben wir denn hier Schönes? Schmiedekunst verbessert. Ha! Jede Menge. Und die wiegen ja alle nichts, ne? Nehmen wir mit. Stahlbarren. Da liegt ein kleines Vermögen rum, Leute. Aber die Schwertscheide ist doch trotzdem nicht. Haltet die Augen offen. Mhm, zum Beispiel hier in die Kiste mal gucken, ne? Dass die halt auch nichts dagegen haben, dass wir hier einfach alles ausräumen, was da ist. Carlos, braucht ihr ja alles nicht mehr. So, scheinbar haben wir jetzt die Schwertscheide. Was wollen wir jetzt damit machen? Bringen wir die jetzt zu Gorza. Ja, naja, das ist. Dann müssen wir jetzt zu Gorza. Springt er rum? Na, da drüben in Markart. Okay, dann reisen wir jetzt mal eben schnell nach Markart. Bringen die Scheide dorthin. Kassieren die Belohnung. Sehr dunkel hier. Wo ist denn der? Der ist da oben. Boah, es ist finster hier. Gucken. Ja, da unten müsste irgendwo sein. Vergeudet keine Zeit mit Gorza, ist das nicht, ist das nicht die Gorza, das ist doch, ne? Die Schmiedin. Ein Lehrling müsste ein paar Scharniere schmieden können. Hier ist das Buch, das ihr wolltet. Bücher. Keine Ahnung, was die Kaiserlichen. Es ging also um ein Buch und gar nicht so wirklich um die Schwertscheide. Will, wird es aber dem Jungen helfen. Ich zeige euch mal, wie ein Ork das Schmieden lernt. Okay, zeig mal. Und wir haben nochmal Punkt auf Schmiedekunst bekommen. Also sehr gut. Im Namen des Jarl,
Bleibt standhaft. Wartet. Ich kenne euch doch. Ich werde die Ork-Festungen wissen lassen. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Nun solltet ihr dort willkommen sein. Oh, nice. Jetzt sind wir in den Ork-Festungen willkommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, das ist sehr gut. Stiehl die Statue aus dem Tempel der Debella. Okay, naja, wenn wir schon mal hier sind, ne, können wir auch schnell irgendwelche Statuen klauen gehen. Der ist da hinten irgendwo. Ich sehe überhaupt nichts. Da irgendwo hier oben, das ist der Tempel dort. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Jo, viel Spaß beim Lesen. Im Namen des Jarl, bleibt standhaft. Ja, ja. So, ist das der Tempel? Tempel der Debella. So, jetzt muss man aber eben mal Sarana sagen, dass ich hier stehen bleiben soll. Wenn sie denn kommt. Und so, also. Was nun? Warte mal hier. Oh, ihr wollt eine Weile alleine weiterziehen? Ja, näher nur in den Tempel. So, aber interessante Lichtstimmung hier drin, ne? Die Schwestern halten Zwiesprache mit Debella. Mhm. Dürfen nicht gestört werden. Okay. Die Schwestern halten Zwiesprache mit Debella. Sie dürfen nicht gestört werden. Ach was. Oh, da ist zu. Mal wiederkommen. Das kriegen wir schon hin. Wir speichern mal, bevor hier irgendwas Blödes passiert. Und schon ist er drin. Das klingt ja so, als wären da viele. Boah, wie lang ist denn der Tempel? Sag mal, die haben hier aber Geld. Führt uns zu eurem Orakel. Na, um die wird's doch wohl gehen hier. Oh no. Die kommt hierher. Dann verstecken wir uns mal hier. Schaut euch das an. Echt gut getarnt, das muss man einfach sagen. Was? Ist es wieder verschlossen? Aha. Nein!
Na komm. Die Schwestern halten Zwiesprache mit Dibella. Echt? Sie dürfen nicht gestört werden. Na, dann komme ich später wieder. Ihr müsst ein andermal wieder. Ja, genau. Tschüss. So. Erledigt. Da müssen wir die Statue da runterbringen. Ja. Serana, komm mit. Ihr würdet nie danach fragen. Ja, der, komm mal. Komm mal mit. Scheint schon eventuell der richtige Weg so zu sein. Nee, doch nicht. Da unten müssen wir rein. Beziehungsweise raus. Warte. Ich kenne euch. Nee. So, und dann müsste hier eigentlich irgendwo. Bist du's? Nein. Mein liebster Sauf. Bist du's? Ja. Hoppla. Ich habe die Statue. Gebt sie mir, schnell, bevor man uns zusammensieht. Ihr habt die Priesterin verärgert und die Wachen sehen sowas überhaupt nicht gern. Ja. Hier ist euer Anteil. Gut gemacht. 150 Gold. Ja, immerhin. Immerhin. Einen kleinen Nebenerwerb. Was machen wir jetzt, Leute? Es wäre ja wieder gut, wenn wir Begleiter kehre zu S-Bahn zurück. Warum? Für was denn? Für was sollen wir noch erst zu S-Bahn zurück? Naja, können wir mal machen, ne? Bin gespannt, was er von uns will. Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Tatsächlich. Diese Ruine ist aber, ne, irgendwo auch unser Zuhause. Worum wir uns eigentlich auch mal kümmern könnten. So mit den ganzen Begleitern und so. Da lassen wir Serana am besten gleich da. Ey, Esbern. Delphine hat sich große Sorgen um euch gemacht. Tatsächlich. Bitte. Delphine hat sich große Sorgen um euch gemacht. Bitte. Das ist alles, Delphine, was du... Wir haben die Neuigkeiten aus Weißlauf gehört. Okay. Dass ihr die Stadt auf dem Rücken eines Drachen verlassen habt. Das ist selbst für eure Begriffe ein bisschen protzig. Da ihr noch lebt, gibt es wohl gute Neuigkeiten, oder? Ja, ich bin durch Alduins Portal nach Sovngarde gekommen. Er ist tot, was jetzt auch schon eine ganze Weile her ist, aber naja. Göttern, das sind bessere Neuigkeiten, als ich erhofft hatte. Als ihr an jenem Tag in mein Gasthaus kamt, hätte ich mir nie vorgestellt, wohin das alles führen würde. Ja, verrückt, ne? Legendäre Drachen, Sovngarde. Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Ja, und Esbern. Ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Wer sind die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Und weshalb jagen sie euch? Als ich jung war, waren unsere Anführer wie besessen von der Bedrohung durch die Talmoor. Sie glaubten, wenn wir ein Drachenblut finden würden, müssten wir ihn gegen die Talmoor beschützen. Wie sich herausstellte, hatten wir die Talmoor hoffnungslos unterschätzt. Sie haben uns im großen Krieg vernichtend geschlagen. Ich gehörte zu den wenigen, die entkommen konnten.
Lange Zeit versuchte ich nur am Leben zu bleiben und mich an den Talmor zu rächen, wann immer ich konnte. Aber dann kehrten die Drachen zurück. Und ich erinnerte mich daran, dass die Klingen früher Drachentöter waren. Und dass wir geschworen hatten, das Drachenblut, den größten Drachentöter von allen, zu schützen. Okay. Ja. Da wären wir mal wieder. Jetzt können wir nochmal hier mit S-Bahn reden. Genau, wie es in der Prophezeiung angekündigt wurde. Ja. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich habe an euch geglaubt und trotzdem... Ich dachte nicht, dass ich diesen Tag erleben würde. Danke. Ja, bitte. Danke, bitte. Drachenblut. Ihr sehr habt gerne uns allen einen großen Dienst erwiesen. Arthur Natz stellt immer noch ein ja? Was gibt ah, okay, wir können da immer noch mit ihm reden. Was Patronax angeht. Gerechtigkeit kann hart sein, aber es ist immer noch Gerechtigkeit. Patronax hat den Tod verdient. Warum soll er sterben? Patronax war der Drahtzieher hinter zahlreichen Gräueltaten während des Drachenkriegs. Mhm. Sie waren so grausam, dass man sich auch nach all der Zeit noch an sie erinnert. Es ist wahr, dass er sich gegen Alduin gewandt und dabei geholfen hat, den Drachenkult zu vernichten. Aber das entschuldigt oder sühnt seine früheren Taten nicht. Es ist egal, ob er es wirklich bereut hat oder ob er nur seine eigene Haut retten wollte. Um der Gerechtigkeit willen muss er mit seinem Leben bezahlen. Okay. Ich fürchte, sie hat recht. Es tut mir sehr leid, dass das zwischen uns stehen muss. Aber genau wie durch Patronax spätere Taten seine Verbrechen nicht gesühnt wurden, halten uns auch eure Taten nicht von unserer Pflichterfüllung ab. Ich hoffe, ihr kehrt bald mit der Nachricht zurück, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Mit Alduins und Patronax Tod wird endlich ein dunkles Kapitel der Geschichte geschlossen. Tja, jetzt wollen sie, dass wir Patronax zur Strecke bringen. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch was auf unserem Plan. Ob wir das machen oder nicht, wird sich zeigen. Vielleicht bietet uns Patronax auch irgendwas an. Aber das machen wir nicht jetzt. Sondern, was haben wir denn hier noch? Das sieht interessant aus. Da ist auf jeden Fall auch noch nichts. Noch eine Festung, Düsterhammer. Da oben gibt es auch noch eine ganze Menge. Kehre zu Igmund zurück. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Bringe Adonatus. Ja, da gehen wir mal hin. Lassen wir uns im blauen Palast reisen. Und uns da die Belohnung holen und Sachen abgeben und so, was wir halt so dabei haben. Da ist so ein bisschen der Plan, ne, dass wir mal diese ganzen Mini-Quests und so alle weg schaffen. Und uns dann wieder um die Sache mit den Vampiren und da um den DLC-Content kümmern. Schönen guten Tag. Müssen wir runter? Wo geht's denn hier runter? Da ist mal ein Weg. Ich kann es kaum fassen, dass wir Markart verloren haben. Igmunds Familie hat dort seit Generationen regiert. Okay, grüß dich. Allein euer Anblick wühlt mich schon auf. Der Drache von Drachenzahnkrater ist tot. Ich bin wegen des Kopfgelds hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Bis zum nächsten Mal. Ja, na dann. Ich glaube, wir haben einander nichts zu sagen, Sturmmantel. Was? Wieso Sturmmantel? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns schon entschieden haben für irgendwas. Grüß dich, Jarl. Die Sturmmäntel haben Reach erobert, aber wir werden zurückkehren. Das Kaiserreich wird für Ordnung sorgen. Okay, der Anführer von Bruchturmschanze ist tot. Ich bin beeindruckt. Die Abgeschworenen machen für gewöhnlich kurzen Prozess mit Söldnern. Aber ihr habt euch um sie gekümmert. Mhm. Hier ist eure Belohnung. Na, dankeschön. Mhm. 1500, nicht schlecht. So, okay. Habt ihr was zu sagen, Hund? Liegt euch was auf dem Herzen? Hund? Es wird ja immer bunter hier. So, was haben wir denn da noch?
Dann gibt's noch das Buch. Mal raus aus dem Palast. Haben wir das denn dabei? Sehen wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge, aber das Buch, das schauen wir noch, ob wir das noch abgeben können. Grüß dich! Sie haben es gefunden! Sie haben es tatsächlich gefunden! Hier ist die Lieferung von Adonato Leotelli. Ach ja, Adonatos neues Werk. Kürzer als erwartet, aber Worte müssen nach ihrem Wert beurteilt werden, nicht nach ihrer Länge. Mhm. Ich werde mir das später ansehen. Warum nehmt ihr nicht das hier für eure Mühen? Na, vielen Dank. Sehr schön. Was haben Sie gefunden? Rions Trommel. Ach, noch ein Quest. Ah. Folglich wusste auch niemand, wo seine Trommel sein könnte. Haldir war das fehlende Glied. Rion muss sich insgeheim Zutritt zu Haldirs Grab verschafft haben. Und ist dort vermutlich gestorben. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der die Trommel für mich holt. Moment. Ihr. Ja. Ihr könntet das doch tun. Wer hätte das gedacht? Wer ist Rion und warum wollt ihr seine Trommel haben? Ihr scherzt, oder? Rion? Ich weiß nicht. Der berühmteste Kampftrommler der zweiten Ära? Kampftrommler? In Badenkreisen berühmt. Diese Trommel kam in einem halben Dutzend berühmter Schlachten zum Einsatz. Sie ist ein Artefakt von unschätzbarem Wert. Rion war ständig auf der Suche nach neuen Geschichten. Wie es scheint, schrieb er vor seinem Verschwinden eine Ballade über Haldir. Das war der fehlende Hinweis. Okay, ja. Aber das machen wir dann. Ich muss mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Bei Gelegenheit, Leute. Wir sind am Ende dieser Folge und mir hat es wieder Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und falls ihr noch kein Abo meines Kanals habt. Genau, wenn ihr noch kein Abo habt, so würde ich mich dann natürlich auch riesig freuen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn wir dann in der nächsten Folge wieder zusammenschauen, ob wir da die Trommel holen oder irgendwas anderes machen. Ne? Ich bin gespannt und ich freue mich drauf und ich sag mal bis dann, euer Neftatur.